Folge Nummer 42 von Oxygen Not Included. Wir müssen zusehen, dass wir unbedingt was zu essen kriegen, weil hier schon drei am Verhungern sind. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen unbedingt mal suchen, wo wir hier noch was ausgraben können. Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Ist das eine Schmutzwurzel? Ne, das ist was anderes. Hier gibt es jetzt gerade nichts zu essen, oder? Also hier gibt es einiges zu essen. Lass uns schnellstens hier mal eine Leiter bauen. Prio 7. Dahin. Und dann schnell 1, 2. Da graben. Und da auch graben. So, oder? Ich glaube, das ist gut hier, ne, oder? Können wir ja mal gerade vorsichtshalber gucken. Ja, da ist nichts kontaminiert, so heißt das Ding. Graben bitte. So geht's. Und dann gehen wir auch noch dahin. Und holen die beiden auch noch da weg. Hier wird wahrscheinlich Schleim sein, der nicht lecker ist. So ist es. Also ist das erledigt. Ist hier noch was zu holen? Nein, hier unten wären noch zwei. Aber das ist zu weit. Gibt's hier noch was? Da gibt's noch was. Wieder graben. Nein, graben. Das sollte funktionieren. Hier haben wir schon was gebaut. Das geht nicht, weil sie da nicht hinkommen. Okay, warte, da können wir dann auch eine Leiter bauen. Das macht auch anders keinen Sinn. Habe ich eigentlich einen gelben Alarm drin? Nein, habe ich nicht. Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt hier mal gerade einen gelben Alarm machen. Damit die was zu essen kriegen. Ja, zack. Das Ding muss immer besetzt sein. Verhungern 8 Leute. Hier geht es irgendwie auch nicht weiter. Aber das ist jetzt auch egal da. Hier gibt es auch noch was. Grab den auch noch aus, schnell. Und dann grab da lang. Gut. Irgendwo ist einer schon mal wieder, das ist schon mal gut. Jetzt sind es nur noch 6. Trommelfell geplatzt. Schlecht. Hier ist jemand total gestresst wahrscheinlich. Kann Nahrung nicht erreichen. Wo ist das? Es gibt Nahrung, die nicht erreicht werden kann. Das ist schon mal ganz schlecht. Hier ist nichts. Wo ist denn Essen, was man nicht erreichen kann? Hier irgendwo? Hier können sie drüber springen, ne, oder? Warte, da ist auch noch was. Nein. Nochmal. Warte mal, da ist einer. Na. Das müssen wir nochmal anders organisieren hier. Warte mal, graben. So. So. Und dann so. Dahin. Da gibt es auch noch einen. Weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Da gibt es auch noch was, aber das ist auch tricky dann. Verhungern 8, ganz schlecht. Warte mal, da kann man noch eine Leiter zaubern, hoffentlich. Und graben.
Und graben. 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 Den müssen wir nicht graben. Hier müssen wir Leiter bauen. Da gibt's was zu essen. Das ist schon mal gut. Wie viel sind's noch? Immer noch 8, ey. Wow. Wo ist hier Essen? Wieso ist da keiner dran am Arbeiten? Okay. 1600 ist aber zu essen da. Warum holt sich das keiner? Er hat auf jeden Fall die Wurzel mitgenommen. Es sind nur 6, oder 8, 6, 8. Wie sieht es hier aus? Schlecht. 52% hier unten. Ah, da kann man auch noch ernten. Ist aber schon auf 9. Wie sieht es hier aus? Wächst 85%. Oh, die sind alle gestresst ohne Ende, ne? Das ist nicht gut. Er hat aber was zu essen bei. 6 sind am Verhungern. Das ist schlecht. Hier wird wieder nichts gemacht. Die Batterie ist voll, aber der wird... Wieso ist das Kabel da unterbrochen oder was? Na, das ist doch da. Da kommt jemand und macht Essen. Aber nur ganz kurz und dann wieder weg. Kein Strom, höchste Priorität. Super, oder? Das ist ganz schlecht, was hier gerade nicht funktioniert, ey. Es fangen aber nur 4 gerade. Aber das ist schwierig, was wir hier gerade machen. Wie ist denn hier die Temperatur? Zu warm? Gibt es irgendwo Temperaturen, die nicht so warm sind? Hier unten ist kühl. Hier ist aber das Erdgas. Ist hier irgendwas zu essen? Nicht wirklich. Da ist was zu essen. 0 Kalorien, verhungern 6. Ja, ich glaube, wir können bald schon Grabsteine machen. Ernte bereit. Kommen sie aber nicht hin. Tiefer geht nicht wegen Schleim und höher geht nicht wegen Einsturzgefahr, oder? Ich glaube, der würde gehen, der würde gehen, der würde gehen, aber der geht nicht. Komm, irgendwo müssen wir es machen. Dann fallen 2 runter, ne? Dann müssen wir die auch noch wegkratzen. Komm, dann müssen wir das hier auch noch als essbar machen. Ne, das nicht als essbar. Das als essbar. Da ist auch noch was zum Abbauen. Grabewerkzeug haben wir gerade dran, ne? Hier ist noch einer. Wie sieht's mit Essen aus? 5 von 5. Hier baut keiner, weil kein Strom da ist. Und ich verstehe nicht, weil kein Strom da ist. Batterie hat doch Strom. Current load. Jetzt geht's wieder hier.
Irgendwo ist einer gestorben. Da oben, Hassan. Hassan hat's erwischt. So ein Shit. Und sie ist hier total frustriert, Bunny. Hat hier auch schon einiges kaputt gemacht, was... Ja, was uns doch sehr viele Dinge bringt. Medizin, da waren die Grabsteine, ne? Zack, zack, zack. Ist gemütlich am Essen. Sie ist total frustriert. Hungrig, wenig Sauerstoff, trauert. Hier geht gerade gar nichts. Kann man da jetzt was tun? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Hassan müssen wir mal wegräumen. Kommt Essen, ist die Frage. Pip-Ei. Ja. Gibt's irgendwie Eier da? Forever und fertig. Da ist noch jemand gestorben, oder wie ist das? Catalina ist auch gestorben. Das ist nicht gut. Wir haben immer noch 4 Verhungernde. Ja, die Kolonie zum Scheitern. Wir haben eine Wahnsinnshitze hier, das ist unser Problem. Hier ist es allerdings kühl, das heißt, wir sollten vielleicht hier mal gucken, dass wir vielleicht hier noch ein paar Felder machen. Nahrung ist da. Der nächste, der da stirbt, gerade vorbeigeflogen, Jean war das. Jetzt haben wir den dritten Grabstein dann auch noch hingekriegt. Tja, das ist nicht gut. Wer weiß, wer als nächstes noch abgeht. Machen wir hier die Prio da auf 9. Und da auch auf 9, damit die beerdigt werden. Ah, da ist vielleicht das Problem, dass man nicht mehr hin kann. Weiß nicht, der wollte dahin, konnte aber nicht, oder wie sehe ich das? Turner und Bird, die sind schon so weit. Okay, da gibt's was zu essen dann, oder wie sehe ich das? Hoffe ich mal, dass das Essen war. Es ist eine ganz schlechte Kolonie zurzeit. Verhungern 6. Hier macht keiner was, weil kein Strom da ist. Jetzt kommt sie und macht wahrscheinlich das Essen. Tatsächlich die total Bunny gestresste. Fähigkeiten der Duplikanten. Ja, komm, zack, hier. Grillen. Fertig. Wieder kein Strom, obwohl da unten einer läuft. Ja, da was zu essen. Holt Wasser. Gibt Wasser dahin. Erde auch geliefert. Kann man jetzt eigentlich weiter produzieren, ne? Catalina ist verhungert, ja. Ist noch jemand gestorben? Nein, das war da doch, haben wir ja gesehen. Verhungern 6, ne? Hier kann man aber Essen holen. Ja, die ist jetzt hier irgendwie grün. Auch krank.
Lebensmittelvergiftung vom Matsch wahrscheinlich. Das ist aber wahrscheinlich handelbar. Und da ist so viel Wasser drin. Ne? Vielleicht können die hier was aufwischen. Ja, mach doch hier noch. Ja, geht doch. Aber sechs verhungern immer noch. Schlecht. Ah, sie ist total frustriert. Ah, da kann man doch noch durch, okay. Ist die jetzt oder ist die nicht? Okay, er ist auch da. Er ist auch. Drei Erfahrungen jetzt noch. Wieso isst sie das und schmeißt es wieder hin oder wie sehe ich das? Beide? Dann muss erst einer hinterherkommen oder wie sehe ich das? Melos aufgenommen. Howard. Es wird hier gegessen. Verhungern aber immer noch fünf. Ach Mann. Hier ist schon abgeerntet. Hier ist zu warm. Gelbe Alarmstufe ist noch da. Sauerstoff fehlt jetzt. Ja, das gestaltet sich gerade alles etwas schwierig hier. Wir müssten mal die Leute hier aus dem Weg schaffen, damit die anderen nicht so trauern, ne? Naja, ist jetzt erstmal egal, wo wir das bauen. Bauen wir 6. Essen keins. Da gibt's Essen. Wächst auch noch. Jetzt sollten wir sowas hier mal nicht machen mit dem Wischen, ne? Okay. Jetzt wird geschlafen. Vielleicht. Er tränt hier. Trauert, verhungert, nasse Füße, kann Nahrung nicht erreichen. Heulkrampf, kühle Umgebung. Hält Luft an. Alles. Alles dabei. Hier gibt es jetzt tatsächlich was von diesem Fisch. Der macht hier unten Schleim, ne? Oder? Ne, Dünger ist das. Ich dachte, der macht Schleim. Naja, aber ist schon mal nicht schlecht, oder? Hier drei Pflanzen, also zu essen ist da. Hier können wir mal aufmachen. Damit der vielleicht da runterfliegt. Irgendwo soll der doch hin. Hier, da soll der hin. Wie kommt man da hin? Nur durch diese Türen hier, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Okay. Er wird weiter aufgewischt, okay. Arik schläft. Turner braucht Luft. Hier ist nichts passiert. Also wenn die Prio einmal so machen, dass das doch passiert. Ah, ist schon so hoch. Na dann. Ist schon so hoch. 7 verhungern, das also wird nicht mehr lange dauern, dann ist dann auch wieder einer dran. Aber wir haben hier 2 Pflanzen, wo Essen dran ist.
Da ist auch einer. Der Alarm läuft und es wird hier auch produziert. Jetzt nicht mehr, weil kein Sauerstoff mehr da ist wahrscheinlich. Schwierig. Er macht irgendwas kaputt da, weil er schon frustriert ist. Und sie freut sich nur darüber, dass er das kaputt macht, ne? Stressschaden. Da gibt's was zu essen, Leute. Und wir haben schon 3000 Kalorien, also ihr müsst nur was holen, Jungs. Howard. Ja, der eine haut's kaputt, der andere macht Zeile, ne? Kriegen wir hier den nächsten Stressschaden. Ja, das ist nicht gut, aber was will ich gerade machen? Irgendwie weiß ich es auch nicht, ne? Er hat jetzt den Stress aber auch nicht abgebaut dadurch, oder? Ja, das sieht ganz schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, wir können mal hier... Warum graben wir da rein? Ach so, wegen dem Essen. Den Wischauftrag, den brechen wir hier ab. Das bringt ja nichts. Das kann ja weg. Der ist der nächste gestorben. Camille ist gestorben. Das bedeutet, wir brauchen hier noch einen Grabstein. Macht aber auch keiner mehr. Ja, ich guck gerade zu, ne, wie schlecht läuft. Wir müssten einen Plan haben, wie es vorangeht. Essen kommt jetzt langsam wieder hoch, dadurch, dass wir natürlich auch weniger sind. Bleibt auch nicht aus. Unerreichte Nahrung, wo ist die? Das sind die Leute, die unerreichbare Nahrung haben, ne? So. Er ist da. Sollte jetzt mal auf 3 runtergehen. Nö, ist aber auf 5 hochgegangen. Da ist Essen. Ja, schwierig, ganz schwierig. Okay, wir machen erst hier einen Cut und müssen gucken, wie wir weiterkommen. Es wird ja jetzt alles hier zerkloppt und zerschlagen. Das ist natürlich schlecht, aber was willst du machen? Momentan sind sie sehr frustriert, das ist halt so. Und ja, müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Ich denke mal, wir versuchen das in der nächsten Folge. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch noch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Und damit ihr das nächste Video nicht verpasst, wenn ich das hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, was ihr hier so für Ideen habt, wie wir das noch in Schwung wieder kriegen. Genauso wie die Geschichte mit das Video auf anderen Kanälen teilen. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die vielleicht das noch unterstützen können. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.